Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Tja, in der letzten Folge haben wir einige Fallen umgehen müssen und wir haben den Strom an einen Schalter zurück, oder an einen Hebel besser gesagt, zurückgeleitet, und auf dem Rückweg haben uns einige Saftsäcke überfallen. Und jetzt müssen wir irgendwie den Weg dorthin zurückfinden. Ich sehe dort eine Spritze und weiß, dass unsere auch noch voll sind. So. Ich würde sagen, wir sollten mal uns etwas anders ausrüsten. Und zwar haben wir hier noch ein paar Granaten übrig. Sollten wir an oberste Stelle nehmen. Okay, die sind fertig. Ich meine, fertig hochge... Ach, egal. Vollgeladen, meine ich so. Dort sind Kisten, aber ich glaube... Oh oh. Na toll. Da schwirrt wieder so ein Typ rum. Kann aber nicht derselbe sein. Okay, vielleicht schaffen wir es, den Typ hier vielleicht von hinten zu erledigen. Okay, sehr gut. Ich hoffe mal, dass das der Typ jetzt nicht gehört hat. Schon fast 20.000 an Gel. Oh, fuck, 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 fuck. Wow. Ach, noch so eine Kiste, die man zerstören kann. Also irgendwie bin ich gerade übernervös. Weiß nicht, wie ich mich hier gerade vorbeischleichen soll. Noch mal auf die Leiche ein. Oh, fuck. Was ist das bloß für einer? Scheint ihn gestört zu haben, aber hat er uns jetzt auch gefunden? Ja, ich glaube schon. Fuck. Toll. Alter. Ach ja, ich vergaß, das ist ja hier eine verdammte Sackgasse. Hier habt ihr noch eine. Komm schon, Spritze rein. Alter, zwei von diesen Typen. Ach komm. Ist klar. Okay, für den könnte das gereicht haben. Okay. Versuchen es mal mit dem Scharfschützengewehr.
Ach, der ist auch schon tot. Hab mich schon gewundert, wo der bleibt. Dann ist ja gut. Halt, wir werden noch nachladen, den Einschuss. Ich gehe hier lieber auf Nummer sicher. Die, die ich nicht umgebracht habe, könnten vielleicht wieder aufstehen. Okay, Pistolenmunition. Alter, ich habe jetzt gedacht, das wäre noch so ein Typ. Pistolenmunition, die haben wir schon voll. Ein paar Bolzen, beziehungsweise einer. Was ist das hier nur für ein Ort gerade, ey? Mann. Okay, da haben wir ein Rad, an dem wir wahrscheinlich drehen sollen. Schrotflintenmunition. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Sieht mau aus. Na. Okay, hier würde es wahrscheinlich weitergehen, aber ich habe irgendwo noch einen Raum gesehen, glaube ich, wo ich noch nicht reingeguckt habe. Ich habe so ein Gefühl. Okay, hier sind die beiden zu Boden gegangen. Ah, guck mal an. Da war noch Gel. So, hier rum. Dort hinten ist das Rad. Hier ist die Munition. Ah, okay. Hier haben wir noch ein Geschoss für unsere Armbrust. Und hier ist alles leer. Gut, haben wir doch alles. Ja, ich gucke da lieber doppelt und dreifach. Komm, 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 komm. Links ist keiner. Boah, ey, ich bin gerade übelst angespannt. Okay, das scheint ein Blendgeschoss zu sein. Okay. Das ist, glaube ich, nicht der Hebel, den wir vorhin brauchten oder in der letzten Folge. Aber den können wir jetzt trotzdem umlegen. Oh, ich glaube. Oh, nein! Zu schnell reingerannt. Oh, Hirn einschalten, dann agieren. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt wieder alles machen darf. Aber ich glaube, doch, war kein Checkpoint dazwischen. Die Hälfte der Folge praktisch schon vorbei und kaum Fortschritt. Höchstens Wissen. Okay, Spritze. Und Spritze mitnehmen. So. Möglichst nicht zu viel Krach machen. Weil
da wieder so ein. Stimmt, das sind ja zwei Typen rauskommen. Boah. So, den kümmern wir uns so. Uff. Ja, wir haben wieder unsere Granaten zum Glück. So, nicht allzu viel Zeit. Explosivbolzen wäre nicht schlecht. Ich dachte schon, er hätte uns jetzt gesehen. So, wir haben ja noch gar nicht. Ja, anzünden wollte ich den jetzt eigentlich nicht. Egal. Wir müssen noch den Sprengsatz hier wegkriegen. So, wir machen uns noch ein paar Explosivbolzen. So. Die wirken irgendwie am besten. Loswerden müssen wir die Typis hier so oder so. Die werden das Drehen am Rad hören. Viel Spaß. Nicht gereicht. Okay, was mache ich hier für einen Scheiß? Gut. Wenn man es weiß, was auf einen wartet, ist das Ganze gleich weniger schwer. So. Das Gel von den Typis noch einsacken. Hopp. Okay. Wir bleiben bei der Pistole. So. Hier waren ja noch, genau. Diese Harpunengeschosse. Oder Bolzen, mir ist es egal. Gut, das müsste es gewesen sein mit dieser Ecke hier. Okay, die ist vollgeladen. Gut, und diesmal etwas weniger Tempo vorlegen. Gel, Blendbolzen. War hier noch was? Nee. Wir legen den Hebel um. Diesmal werde ich mir ein bisschen das Muster ansehen. So, gehen die nur langsam hoch oder kommen die wieder runter? Okay. Kauern da unter durch. Alter. Okay. Da wären wir wieder. Ne, ich dachte, dass wir den Ort hier kennen, aber irgendwie doch nicht. Doch. Hier sieht ein Ort aus wie der andere. Tut mir leid. Ja. Da ist ein Generator, der ist jetzt an.
Haben wir sonst irgendwas übersehen? Ach ne, hier war die Stachelwand, genau. Da haben wir die Schlüsselstatue geholt. So, und jetzt ist der Hebel hier endlich verfügbar. Oh Gott, das will mir nicht gefallen. Nur ein leerer Gang. Oh Scheiße. Nein! Das Vieh schon wieder. Was soll der Scheiß? Okay, hier haben wir noch hinter uns etwas Gel. Da hinten flackert's. Seltsam. Oh Scheiße. Okay, das Flackern war wirklich nur die Laterne. Es sah aber irgendwie so unwirklich aus. Und jetzt sind wir wieder in so einem bescheuerten Hospital, oder? Hölle. Okay, und die Dinger hängen jetzt alle an der Decke. Was zur Hölle? Was auch immer hier los ist, ich habe gerade. Okay, der Schrank hier, der ist nicht zu öffnen. Ah, ich höre die vertraute Musik. Ein Tape. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Rubiks Schwester Laura. Bei dem Feuer umgekommen. Hat er komische anatomische Bilder? Okay, hier haben wir einen Checkpoint. Aber ich würde sagen, hier hat es keinen Sinn, den zu nutzen, weil wir ja sowieso jetzt in unserem Hospital reingehen können. Und ich schätze, durch die Tür geht es dann weiter. So, gibt's hier irgendwas? Außer diesen Tagebucheintrag von Sebastian. 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern, aber ich kann's nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach. Sagt, sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert, und hoffe, dass wir stark genug sind,
dass es nicht so weit kommt. Gut, rein da. Irgendwie ist hier gerade nicht das normale Hospital wie sonst, oder? Haben Sie etwas vergessen? Tu nicht immer so, als wäre hier alles in Ordnung, du blödes Miststück. Das geht mir auf die Nerven. Aber erstmal werde ich den Schlüssel von der Statue einsetzen. Können wir wieder ein Schließfach öffnen. Und ich gucke auch mal auf die Karte, ob jetzt irgendwas davon zu erkennen ist, irgendein Muster. Irgendwas mit Church? Nicht wirklich. Frag mich sowieso, was das mit der Karte soll. Zwei Schlüssel haben wir? Okay. Ich dachte, wir hätten nur einen. Ist egal. Fach Nummer 1. Oh. Bolzen. Können wir aber nicht ganz mitnehmen. So, und jetzt dort unten. 7000. Mensch. Und ich glaube, das Fach bleibt jetzt so lange offen, bis wir alles rausgenommen haben. Nur mit etwas über 30.000 an Gel können wir doch schon ordentlich wieder was basteln. Setzen wir uns auf den Stuhl. Uff. Klack. Okay. Fitness vielleicht, hm? 25.000 für die maximale Lebensanzeige. Ihr spinnt wohl. 9.000 fürs Sprinten. 18.000 für Nahkampfschaden. Ey, habt ihr eine Macke? Spritzenwirkung. Ja, vielleicht nicht schlecht, aber wir gucken uns mal noch beim anderen Zeug an. Halt. Ja, die Armbrust an sich war fertig, aber die Bolzen nicht. Die Schrotflinte. Ja. Nachladegeschwindigkeit. Genauigkeit. Alter. Reserve. Ah ja, wie viel wir jetzt überhaupt tragen können. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Spritzen haben wir schon. Ist echt nicht einfach. Scharfschützenmunition. Ja, das muss irgendwie nicht sein. Explosivbolzen. Schockbolzen. Kälte, Blend- und Harpunenbolzen. Ist gerade echt nicht einfach. Pff. Okay, okay. Wir machen erstmal Qualenbolzen, dass wir mehr tragen können. Die Armbrust gefällt mir nämlich. Und jetzt die Bolzen an sich. Schockbolzen etwas besser machen. Explosivbolzen sowieso. Komm, jetzt hab dich nicht wie ein Mädchen. Blendbolzen. Kältebolzen, ne? Machen wir das noch. So, und jetzt die Waffen. Schrotflinte. Nachladegeschwindigkeit. Ja. Schadensmultiplikator. Das wäre gut. Magazinkapazität.
Genauigkeit bei der Pistole wäre auch nicht schlecht. Scharfschützengewehr, boah. Ja, machen wir ein bisschen mehr Schaden da rein. So, die letzten 5000. Schon zu viel. Feuerrate, ne? Okay, kritisch machen wir mehr rein. Gut. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwo was machen können. Halt. Ah, hier. Magazinkapazität beim Scharfschützengewehr. Gut. Haben wir jetzt alles verbraucht. So gut wie. Sieht doch gut aus. Scharfschützengewehr. Gut. Okay, gibt es hier irgendwas Besonderes wieder? Scheint nicht so zu sein. Einfach nur wieder raus wahrscheinlich. Oder hier irgendein Zeitungsartikel? Nee. Gut, dann würde ich sagen, werde ich jetzt an der Stelle hier speichern. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn ich weiter stolpere. Also, tata!